Wir befinden uns mitten im Auftaktspiel des zweiten Spieltags der Gruppe 3 zwischen dem VfL Osnabrück und dem 1. FC Nürnberg. Die Osnabrücker jetzt nicht mehr mit Leibchen, sondern frei erkennbar und mit dem ersten Gegentreffer der Partie. Nürnberg führt mit 1:0. Die Osnabrücker ja mit einem, ja, man muss es so sagen, ganz schwachen Start. 0:7 hieß es am Ende gegen den VfL Wolfsburg. Das war eine richtige Klatsche. 7 Gegentore in einer Viertelstunde. Mal zum Vergleich: in der Landesliga in allen 13 Spielen hat der VfL bisher 8 Gegentore bekommen. Natürlich hinkt der Vergleich, aber das, was die Osnabrücker in der Hinrunde eingeschenkt bekommen haben, gab es jetzt fast einmal komplett gegen den VfL Wolfsburg. Die Nürnberger mit einem Auftakterfolg, 3:2 Sieg gegen die Mainzer, haben jetzt natürlich die klare Vorgabe, hier auf 6 Punkte zu stellen und den Start am Mars perfekt zu machen. Genau das läuft momentan da hundertprozentig nach Plan. Schussversuch geblockt. Nürnberg übernimmt sofort das Kommando. Eingelupft, das ist so ein guter Winkel. Alle mal quer gelegt, abgelegt. Also Nürnberg, die wissen schon, was sie machen wollen. Haben einen klaren Plan. Freischuss wird jetzt von Schiedsrichter Christoph Jährling vom VfL Frohtheim. Versuch. Wieder vom SF Nürnberg. Das war ein guter Abschluss nochmal. Nico Jon. Zu faul kam von einem Nürnberg ab. Thank you.
Osnabrück, da wir haben es ja in dem ersten Spiel schon erwähnt, Tabellenführer in der Landesliga und genau da liegt der Hase im Pfeffer. Das ist eigentlich eine Liga zu tief, da will man nicht hin und 11 Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage, man hat 9 Punkte Vorsprung auf Platz 2. Das ist nicht das beste Niveau, um die Jungs abzuprüfen. Nächste gute Möglichkeit für Nürnberg. Abschlussversuch. Ging an die Latte und dann im Nachsetzen. Der Ball zum 2:0. Torschütze müsste Nico John gewesen sein. Das ist alles sehr unglücklich, was Osnabrück hier macht. Ja. Erinnern uns jetzt gerade am Ball bei Nürnberg. Thomas Schmidt, der torgefährlichste Spieler der ersten Partie bei Nürnberg. 2 Treffer selber erzielt. Schulte. Aber er bleibt hängen. Nürnberg wieder am Ball und im Angriff. Also Osnabrück auch mit einer Fabel-Tordifferenz von 62:8 in 13 Spielen. Der Grund für die Landesliga ist ja, dass die U17-Gruppe abgestiegen ist. Ist jetzt in der Regionalliga aktiv und das wird auch wohl noch so bleiben. Die U17 vom VfL Osnabrück ist nur Tabellensiebter in der zweiten höchsten Spielklasse im Juniorenbereich. Auch die Nürnberger nur in Anführungszeichen Landesligist. Allerdings ist man hier dabei, diesen Betriebsunfall zu korrigieren. Die U17 ist ungeschlagener Tabellenführer der Regionalliga. Damit auf dem Weg zurück in die Bundesliga. Gleichbedeutend, wenn der SFC Nürnberg den ersten Tabellenplatz in der Landesliga hält, werden auch die Jungs wieder aufsteigen. Und dann ist die Infrastruktur in Nürnberg auch wieder gerade gerückt. Denn das ist das Ziel aller Leistungszentren. Die U17 in der Junior-Bundesliga und die U16 in der Regionalliga spielen zu lassen. Wieder. Da war der Ballgewinn schon da und dann rutscht der Ball doch wieder irgendwie weg. Es ist unglücklich, der Auftritt der Osnabrücker bis hierhin. Er hier, der jetzt aufgeht, Lennart Stahl, der auffälligste Osnabrücker bisher. Und in der ersten Bundesliga passiert doch noch was. Mit Tore gefallen. VfL Wolfsburg führt gegen 0 und Dortmund führt wieder in Bremen mit 2:1. Doch jetzt Überzahl. Auch daraus muss jetzt mal eine große Chance und Tor stehen. Und natürlich, wer sonst als Lennart Stahl? Wie gesagt, bester Osnabrücker bisher im Turnierverlauf. 1:2. Das tut euch jetzt mal gut. Sollte die Niederweißen auch ein wenig Selbstvertrauen geben. Aber vorher ziehen wir Nürnberger. Und auch das ist wieder unglücklich, aber dann gut gerettet. Dieser Ball von Ali Habibi. Und der passt ganz genau zum 3:1. Also man hat das Gefühl, Nürnberg, Jonas Sauerstein mit dem Tor. Wenn sie müssen, dann schalten sie einen Gang hoch, setzen den nächsten Treffer und sorgen wieder für Ruhe. Fazit direkt gegen Tukir. Wieder der 2-Tore-Abstand hergestellt. Und das 4:1. Und da ist er wieder, Thomas Schmidt. Nürnberg setzt noch einen auf, 1
Man kann sich gedacht zu haben, bevor hier nochmal irgendwie Stress aufkommt, regeln wir das direkt und sorgen für Ruhe. SFC Nürnberg mit 14 Teilnahmen haben schon das ein oder andere Talent auch hervorgebracht. Bekanntesten Namen unter anderem Pascal Pöppel, mittlerweile bei Erzgebirge Aue aktiv. Michael Görlitz, allen Bielefeld-Fans natürlich bekannt. Marius Wolf, bei Hannover 96, mittlerweile aktiv hier in Lübbecke. Und wir nehmen nicht den nächsten Treffer mit, sondern nehmen jetzt mit das 5:1 Torschütze der Spieler mit der Nummer 7, Simon Griesbeck. Runden wir die Liste noch gerade ab mit einem ganz bekannten Namen, Niklas Stark. Mittlerweile ja bei Hertha BSC Berlin ein ganz großes Geschäft. Borussia Dortmund soll an ihm stark interessiert sein. Auch er war hier mit dem ersten FC Nürnberg in Lübbecke. Die Nürnberger ja auch zweimal im Endspiel beim Freeway Cup, konnten aber den Cup noch nie gewinnen. Der größte Erfolg der Osnabrücker war eine Halbfinalteilnahme vor 4 Jahren. Ansonsten bei 16 Teilnahmen bisher kein Finaleinzug erreicht. Scheint Freistoß zu geben. Also Zwischenbilanz VfL Osnabrück. 0-7 gegen Wolfsburg. 3 Minuten vor Schluss steht es 1-5 gegen Nürnberg. Das ist alles andere als ein guter Auftritt. Jetzt mit dem Freistoß die Möglichkeit quergelegt auf den Keeper und der zielt zu hoch. Nürnberg wieder im Ballbesitz. Nächster Treffer, und das ist einfach, Nürnberg muss das hier mal rausspielen, das wird hier einfach aufgelegt und dann schießen sie die Bälle rein, das ist, ja, kein guter Auftritt, ich bleib dabei. Da wird der eine oder andere aktive Osnabrücker heute, glaube ich, nicht gut schlafen können, aber es wird typisch für Nürnberg, wenn die morgen rauskommen, ein ganz anderes Gesicht zeigen, wenn nicht die erste Mannschaft, die am Samstag überhaupt nicht da ist und sonntags aber mal komplett aufdreht. Von daher wollen wir sie mal noch nicht abschreiben. Das war mal schön gespielt, Überzahl. Und dann klasse reingelegt, immerhin das 2:6. Ein bisschen Ergebnis, Kosmetik. Torschütze der Spieler mit der Nummer 5, Ali Habibi. Das Ganze 90 Sekunden vor Ende. Das war nochmal quergelegt, schade. Eigentlich ein sehenswerter Abschluss, Justin Wittmann. Nochmal mit dem Versuch. Ja, nochmal. Wach gewesen. Noch genau 60 Sekunden auf der Uhr. Guter Versuch wieder. Und zack, 3:6. Die Osnabrücker leben noch. Man muss nur laut genug schimpfen. Christopher Klaas mit dem dritten Tor für Osnabrück. 3:6.
Ball wieder gut verteidigt. Wenn sie den Ball jetzt runterbekommen, ist es eine 3 gegen 2 Überzahl. Nein, Osnabrück schaltet um. Wieder Ball gewinnen. Hat schön rübergelegt. Kontrollierter Abschluss möglich. Oh, guter Versuch nochmal hier von Simon Giesbeck. Der hat Lust auf Fußball, da sieht man ihn an. 16 Sekunden noch, also Nürnberg mit dem 6-Punkte-Start, 3-2 gegen Mainz, 6-3 gegen die VfL Osnabrück. Die Osnabrücker müssen morgen gegen Mainz zusehen, in die Spur zu kommen. Spätestens dann in den K.O.-Spielen. Wir freuen uns gleich auf die nächste Partie zwischen Mainz 05 und VfL Wolfsburg. Während wir jetzt vielleicht noch den Abschluss sehen. Die Uhr ist abgelaufen, es bleibt beim 6-3. Glückwunsch an Nürnberg, bis gleich. We'll be right back.